Der Aufbau des 35 Meter hohen Riesenrades im Lister Hafen war schon im vergangenen Mai eine große Attraktion. Anlässlich des 725. Geburtstages von List drehte sich das Fahrgeschäft mit seinen 24 Gondeln im Sylter Himmel. Und das kam bei den Syltgästen und den Insulanern so gut an, dass das Sylter Rad in diesen Tagen im Lister Hafen wieder aufgebaut wird. Bereits ab Gründonnerstag mit dem Beginn der Saison auf Sylt startet das nördlichste Riesenrad Deutschlands wieder und bietet täglich bis Oktober einen grandiosen Ausblick über den Ort und die Nordsee.